München? München positiv? München negativ? München positiv? München, München positiv? München, München, Popo, München, Popo, si, si, München tief, München, Popo, 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 positiv, München positiv, München positiv, München positiv, si, München, si, München negativ, München negativ. Nee, München, München, nee, gaga tief. Ja, München, München, nee, München gaga, München tief. München, München, nee, gaga tief. The first thing which comes to my mind thinking of Munich is for sure the airport, because it's so great, so beautiful, and there is the seafood shop, which I like very much. I see so many faces, so many people, and all colors of skin, beautiful girls. The cathedral, which has a very good sound, very very good echo, reverberation, and the little street where there is the Italian Institute of Culture, of course, and the faces of Bavarians, which are very smiling in comparison to the Berliner ones, which are always with this face, very angry always, but lovely anyway. But these are the first things which come to my mind.
Bei dem Wort München fällt mir spontan ein, die Löwen. Das finde ich sehr beeindruckend am Anfang der Straße am Odeonsplatz, die dann auch mit den leichten Treppenstufen einem erlauben, bewacht von diesen zwei würdigen, übermenschengroßen Tieren, die ganze Leopoldstraße bis zum Siegestor zu schauen. Was mir nicht gefällt an München ist, wenn dann alle Touristen im Englischen Garten, im Biergarten sitzen und das Klischee erfüllen, dass München ist, nämlich große, vollbusige Frauen bringen Riesenkatheter von Bier und dazu wird eine deftige Wurst gegessen und das ist eigentlich das Einzige, was sie dann mitnehmen, die Touristen. München definiert sich sehr stark über die Menschen. Also die Stadt selbst ist nicht wirklich meine Lieblingsstadt in Deutschland, aber das kreative Potenzial, was dort vorhanden ist, ist fantastisch. Und wenn man München dezentral betrachtet, gibt es sehr viele kleine Szenen, in die man eintauchen kann. Man hat die Infrastruktur einer Großstadt, aber trotzdem ist München doch in einigen Ecken noch ein Dorf geblieben. Ich fühle mich immer in Theatern wohl. Also ich finde zum Beispiel das Interieur von der Staatsoper, Prinzregententheater, Cuvier-Theater, faszinierend. Gibt es etwas, was du in München nicht magst? Vielleicht München? Als Stadt fühle ich mich sehr wohl in München. Das ist die erste Großstadt, die ich kennengelernt habe als Kind. In München besuche ich immer meinen Freund Ludwig. Ludwig ist Maler und ich beneide ihn sehr, weil er nur 3 Stunden am Tag arbeitet. Den Rest der Zeit liest er Zeitung im Café. Und ich frage ihn, hast du heute schon gemalt? Nee, heute noch nicht.
München gehört nicht zu den Orten, die mich so maßlos reizen. Ich fahre ab und zu Ausstellungen nach München. Bin ganz gerne im Englischen Garten, aber die Biergärten zum Beispiel gehen mir schon wieder am Nerv. Das ist mir zu viel bayerische Folklore von Auswärtigen, die glauben, dass sie in Bayern sind und sich wie Bayern benehmen müssen. Ich finde es zum Beispiel auch vom Kulturellen her, habe ich immer den Eindruck, dass München eine Stadt ist, wo du unheimlich viel konsumieren kannst. Ja? Teuersten Orchester, besten Sänger, größten Ausstellungen. Und wenn ich mir bilanzmäßig angucke, was aus der Stadt kommt, an Produktiven, finde ich es ziemlich erbärmlich, wenn ich das vergleiche mit viel, viel kleineren Städten, wo ein viel lebendigerer Output ist. Zu München fällt mir Englischer Garten ein, es fällt mir tolles Freizeitangebot ein. In München kann man sehr gut Arbeit und Freizeit verbinden. Die Cafés von Schwabing, Schwabing-Cafés sitzen, genießen. Künstlerisch, ist das anregend, nicht anregend? Anregend auf jeden Fall, also es ist immer was los. Also man hat immer viel geboten und man hat Schwierigkeiten, dem Angebot hinterherzukommen. Ich habe auch meine Zeit in München sehr genossen. München, da denke ich zunächst mal an Staus. An Staus, an viel Ärger bei verzögerter U-Bahn, stundenlang von einem Ende zum anderen fahren. Aber das, nicht nur das ist München. Auch, und das liebe ich vor allem, die Isarauen, die Ruhe, auch kleine Ecken wie im Residenzgarten. München ist nicht nur Stress, sondern es kann auch Ruhe sein, Ruhe geben. Und wenn der Stolper dann auch noch Ruhe gibt, dann ist alles bestens. München an sich ist jetzt für mich nicht unbedingt attraktiv. Ich finde, also München ist sehr überlaufen, überteuert und vor allem auch teilweise überheblich, also was die Leute anbelangt. Ich finde an sich, dass die Menschen selber sehr oberflächlich wirken. Und deswegen ist für mich also München nicht unbedingt die Stadt, wo ich sage, als Großstadt könnte ich da nicht leben. Nicht wirklich. Ich war einmal in München. Ich war sehr beeindruckt von dieser großen Stadt. Das ist ein Kulturmetropolis. Dort gibt es viele große Museen. Und ich war in Goethe-Institut, in den Teich, habe ich meine Fingerblumen installiert.
He's a master. Ja? Und läuft. Kiesling. Geht ja gar nicht.